Ich starte gerade mit unserem postoperativen Behandlungsleitsatz. Das basiert auf der optimalen Formung der betroffenen bewegenden und stabilisierenden Weichteile mit dem Ziel, dass sowohl die Extension wie die Flexion in einem guten Ausmaß erreicht wird, aber gleichzeitig die laterale Stabilität erhalten bleibt. Nun einige Grundsätze zur Nachbehandlung der PIP-Arthroplastiken. In einem Literaturreview, der im Jahr 2022, dieses Jahr, veröffentlicht wurde, wurden 48 Studien zur Nachbehandlung der PIP-Arthroplastik untersucht. Und die Autoren kommen zu der Schlussfolgerung, dass es eine große Heterogenität gibt inzwischen den Nachbehandlungsschemen und deshalb keine eindeutigen Empfehlungen gemacht werden können. Wir an der Schultes-Klinik empfehlen von Anfang an auf die Ödemreduktion zu achten. Diese besteht aus Hochlagern, Bewegen, Kühlen und Kompression. Außerdem sollte die laterale Stabilität des PIPs über die ganzen 6 Wochen bis zur Arztkontrolle gewährleistet sein, und zwar sei das über Schienen oder Kupplungsschlaufe. Wir empfehlen außerdem statische Schienenbehandlung kombiniert mit Frühmobilisation. Die statische Schienenbehandlung wird auch in der Literatur tendenziell favorisiert. Und unser doch oft älteres Klientel kommt eindeutig besser mit statischen Schienen zurecht. Die Narbenreifung sollte kontrolliert und geführt werden, der Gelenkschutz regelmäßig thematisiert, Hilfsmittel und Adaptationen ausprobiert werden. Vor allem beim Zeigefinger sollte ein kraftvoller lateraler Pinch vermieden werden. Zum Beispiel, indem wir Patienten erklären, dass sie statt den Schlüssel in der klassischen Art und Weise im Pinch, im lateralen Pinch drehen, wo der Daumen den Zeigefinger immer in Richtung Ulna drückt, im Phalanx 2, sollten diese umstellen und eine Griffadaptation verwenden, wo das Schlüsseldrehen im Faustschluss möglich ist. Hier nochmal als schematische Übersicht die Silikonprothese als Platzhalter links und die PIP Capflex Oberflächenprothese rechts, die zwei am häufigsten bei uns in der Klinik eingesetzten Prothesen. Ich werde nun anhand von einem Patientenbeispiel die wichtigsten Schritte bei der Nachbehandlung von Silikon-PIP-Arthroplastiken aufzeigen. Mein Frau S. ist 64 Jahre alt und hat eine Handarthrose. Sie erhielt eine Arthroplastik mit Implantation einer Silikonprothese über den palmaren Zugang am Kleinfinger rechts. Auf den Röntgenbildern von links nach rechts sehen Sie zunächst den präoperativen Zustand des PIPs, dann intraoperativ in der Mitte nach Einsetzen der Silikonprothese und 6 Wochen postoperativ das Kontrollröntgen, ob die Lage der Prothese korrekt ist. 2 bis 5 Tage postoperativ erfolgt der Verbandswechsel und die Ödemprophylaxe wird nochmals instruiert. Bei Bedarf wird auch ein Kompressionsverband über den normalen Wundverband angelegt. Gerade anschließend erhält Frau S. eine Flexstützschiene ohne Handgelenks- und Daumeneinschluss angepasst. Der Ringfinger und der Kleinfinger sind gelagert. Den Ringfinger nehmen wir dazu aus Stabilitäts- und Bequemlichkeitsgründen. Die Schiene wird für 2 Wochen 24 Stunden getragen und für die Übungen abgenommen. Danach
wird sie noch für weitere 2 bis 4 Wochen nachts getragen. Zur Entlastung der betroffenen Strukturen berücksichtigen wir bei der Lagerung des PEPs den Operationszugang. Beim dorsalen Zugang wird das PEP in 0 Grad Extension gelagert, beim palmaren Zugang in leichter Flexion von 5 bis 20 Grad. Ist die intraoperative Situation nicht übungsstabil, so wird das PEP weitere 1 bis 3 Wochen ruhig gestellt und dies kann in einer sogenannten Fingerkennel-Schiene erfolgen, die den großen Vorteil hat, dass das MCP und das DIP des betroffenen Fingers bereits sofort mobilisiert werden können. Links sehen Sie eine palmare Schiene ohne Deckel, rechts eine zirkuläre Schiene. Diese wäre auch als palmare Schiene mit Deckel anzupassen. Frau S. hat die Erlaubnis erhalten, sofort mit der Mobilisation zu beginnen, da die intraoperative Situation dies erlaubt hat und somit bekommt sie ebenfalls zum selben Termin zwanglose aktive und aktiv-assistive Mobilisation instruiert. Alle Fingergelenke sollten in Extension und Flexion beübt werden. Für den betroffenen Finger instruieren wir im Besonderen Blocking-Übungen. Diese sehen Sie unten abgebildet. Die Sehnengleitübungen werden zwanglos und so weit wie möglich durchgeführt. Zu Hause werden die Übungen 3 bis 5 Mal täglich, je zu 5 bis 10 Wiederholungen durchgeführt. 14 bis 18 Tage postoperativ erfolgt die Fadenentfernung. Die Narbenbehandlung beginnt mit sanften Verschiebetechniken der gesamten Narbe und Umgebung. Wir arbeiten immer auf die Narbe zu. Es erfolgt die Übungskontrolle und Patienten, die eher zaghaft bewegen, versuchen wir zu motivieren, mehr zu machen. Solche, die schon sehr gut bewegen und eher zu viel machen, bremsen wir. Die Schiene wird nur noch nachts getragen. Dann erfolgt am Tag die aktive Mobilisation mit einer Kupplungsschlaufe, wie Sie auf dem rechten Foto sehen. Die Kompression wird bei Bedarf fortgesetzt. Der Handeinsatz belastungsfrei wird im Alltag thematisiert. Für eine achsengerechte Führung kann man nicht nur Kupplungsschlaufen verwenden. Sie sehen auf dem linken Bild, das ist gar nicht möglich, den Nachbarfinger als Führung heranzuziehen. Und in diesen Fällen fertigen wir eine sogenannte Ligamentschiene an, die ein Gelenk hat auf PEP-Höhe und die Extension und Flexion freigibt, die laterale Stabilität aber gewährleistet. Eine weitere Möglichkeit wäre, wie in der Mitte abgebildet, eine kommerziell erhältliche Ligamentschiene, die hier in Kombination zu sehen mit einem Kompressionsfingerling. Eine weitere einfache Variante ist, für die achsengerechte Führung einen Schaumstoffplatzhalter in die Kupplungsschlaufe zu integrieren. Die nächsten 3 bis 4 Wochen wird die Therapie fortgesetzt und entsprechend dem Verlauf angepasst. Eine schöne Übung in dieser Phase wäre das hier zum Beispiel, gut für die Koordination und Mobilität. Die Narbenbehandlung wird intensiviert und die Kompression bei Bedarf fortgesetzt. In dieser Zeit wird auch der Gelenkschutz thematisiert und die Hilfsmittel entsprechend den Bedürfnissen und Wünschen des Patienten ausprobiert. Alles noch im belastungsfreien Rahmen. Bei der 6-Wochen-Kontrolle entscheidet der Operateur, ob mit dem Belastungsaufbau begonnen werden darf
und in den folgenden Wochen leiten wir unsere Patienten an, wie sie über den Handeinsatz die Belastung im Alltag steigern können. Bei Bedarf instruieren wir auch Kräftigungsübungen, die dann zu Hause durchgeführt werden können. Hier nochmal unser Patientenbeispiel, Frau S., 18 Wochen postoperativ. Sie sehen die aktive Beweglichkeit des kleinen betroffenen Kleinfingers, betrug vor der Therapie 55 Grad Flexion und nach der Therapie 65 Grad Flexion mit jeweils einem Streckdefizit von 10 Grad. Und somit liegt die Beweglichkeit in der zu erwartenden Norm. Hier nochmal die Nachbehandlung in der Übersicht. 2 bis 5 Tage postoperativ erfolgt der Verbandswechsel. Bei Bedarf wird ein Kompressionsverband angelegt. Es erfolgt die Schienenanpassung und der Start der Mobilisation. 14 bis 18 Tage postoperativ erfolgt dann die Fadenentfernung und die Narbenbehandlung wird begonnen. Am Tag werden Kupplungsschlaufen getragen und die Schiene weiterhin nachts. Kompression auch hier fortsetzen, wenn es nötig ist. Die Mobilisation und der Handeinsatz werden instruiert. Alles in dem Fall noch belastungsfrei. 3 bis 5 Wochen postoperativ wird die Narbenbehandlung intensiviert, Mobilisation und Handeinsatz angepasst, gesteigert und Gelenkschutz und Hilfsmittel werden thematisiert. In den Wochen 6 bis 12 postoperativ erfolgt der Belastungsaufbau. Zum Abschluss meiner Präsentation noch 3 wichtige Punkte. Wie Sie in den Operationsvideos von Stefan Schindele gesehen haben, wird die Silikonprothese nur in die vorbereiteten Knochenkanäle hineingeschoben und deshalb darf in keinem Fall Traktion auf das PIP-Gelenk bei der Mobilisation ausgeübt werden. Das erwartete Bewegungsausmaß im Durchschnitt beträgt für Extension und Flexion 50 bis 60 Grad und vor allem für den Zeigefinger gilt Stabilität vor Mobilität. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe Charles Major. Vielen Dank, Ulla.